Hallo zusammen, hier ist wieder der Donaumausgolfer. Wir haben heute den 17. September und ich bin bei Ziegler auf der Driving Range, um dort ein paar Übungen zu machen. Ich hatte am Mittwoch Turnier gespielt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Kollegen bei mir im Flight wesentlich weiter ausholen und damit natürlich auch bessere Weiten erzielen. Und das ist genau das, was ich heute mit dem Driver üben möchte. Die ersten Schläge hier, wie ihr sehen könnt, dienen erstmal dem Warmmachen und noch nicht der eigentlichen Übung, damit ich jetzt überhaupt einmal einen Ball treffe. Wie ihr sehen könnt, war das der erste richtig gut getroffene Schlag und war auch weit, so dass ich damit sehr zufrieden war, weiter wie ich sonst schlage. Wie ihr an diesem Schlag sehen konntet, drehe ich jedes Mal nach dem Treffpunkt den kompletten Körper und lasse den Fuß nicht parallel in Richtung Schlagrichtung. Statt dass ich nur die Hüfte drehe, drehe ich hier den kompletten Körper.
ersten beiden Schlägen konnte man sehr deutlich sehen, dass das maximal ein Dreiviertel Schwung war, weil der Arm, der zeigt lediglich vielleicht auf 10 Uhr, aber nicht auf 11, wie es eigentlich sein müsste.